Im heutigen Tag täglich haben wir gleich zwei Gerätetests. Wir zocken in 4K und dann gibt es noch Neuigkeiten zur Frontkamera des Samsung Galaxy S8. Das ist Berlin, das ist GigaTech, ich bin Amir, das ist TechTäglich vom 29.11. Zwei Gerätetests habe ich gerade angekündigt und wir fangen mit einem Test eines, ja, hippen Retro-Geräts an, und zwar die Polaroid i1. Also sieht ein bisschen komisch aus. Polaroid i1. Großes i-1 heißt die. Ist eine Sofortbildkamera, die halt Reminiszenzen an die alten Polaroid Sofortbildkameras haben soll. Der Kollege Stefan hat die getestet, der ist auch die letzten drei Tage hier immer zum Sound durch die Redaktion gelaufen und hat Fotos von uns gemacht. Diese Fotos haben uns sehr amüsiert, weil sie, und jetzt kommt so mein kleines Fazit schon, naja, sie sehen halt sehr retro aus. Also das ist ein bestimmter Charme, den diese Bilder haben. Da muss man Bock drauf haben. Ist jetzt nicht so, dass man damit super coole Fotos machen kann. Und ich finde einen Satz aus Stefans Fazit, den nehme ich mal vorweg, auch sehr beschreibend für das Ganze. Die i1 schränkt ein und bremst aus. Das muss man wollen. Den ganzen Testbericht lest ihr auf giga.de/tech. Da sind auch die Fotos drin, die der Stefan hier von uns in der Redaktion geschossen hat. Ein paar schöne Schnappschüsse. Gestern, nachdem ich den Tag täglich schon fertig moderiert hatte, ging leider erst, deswegen konnte ich es gestern nicht mit reinnehmen, unser ausführlicher Testbericht des Huawei Mate 9, also dieses neuen Phablets von Huawei online, das ja schon mit Android 7 Nougat läuft, mit dem neuen MIUI 5.0, das den neuen Kirin 69 Prozessor hat, also insgesamt sehr, sehr viele Neuerungen bringt, und das war mein erster Eindruck, nachdem ich das Gerät ein paar Tage ausprobiert hatte, ein sehr, sehr gutes Phablet ist. Der Peter hat sich das jetzt im Detail angeguckt, hat einen ausführlichen Testbericht geschrieben und kommt, so viel kann ich auch hier vorwegnehmen, zu dem Ergebnis, das ist schon ein sehr, sehr gutes Phablet. Und den ganzen Testbericht lest ihr auf giga.de/android. So, PC-Gaming in 4K. Der Frank und ich, wir sind ja Zocker auch, also wir gamen auch relativ viel und das mit Vorliebe am PC. Und wir haben jüngst von Nvidia und MIFCOM einen Rechner zur Verfügung gestellt bekommen zum Ausprobieren. Der hat gleich zwei Titan X Pascal Grafikkarten da drin im SLI-Verbund. Also das ist, wer sich jetzt damit nicht so auskennt, dieser Rechner ist über 6.000 Euro wert und das ist so das Schnellste, was man in Sachen Gaming-Maschine mit normalen Mitteln gerade so kaufen kann. Wir haben den ausprobiert, wir haben darauf alle möglichen aktuellen Titel gezockt, von Battlefield über GTA, also Battlefield 1, GTA 5, Gears of War 4 und sowas. Haben wir alles ausprobiert und haben ein umfangreiches Video für euch erstellt mit Gameplay-Material in 4K. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wie sieht 4K-Gaming mit vollen Details auf so einem Rechner aus, schaut euch dieses Video an, den Artikel dazu auf giga.de/tech. Und als Rausschmeißer dann noch ein Gerücht zum Samsung Galaxy S8. Und zwar, es gab jetzt schon Gerüchte zur Rückkamera, es gab auch schon Gerüchte zum Display und sowas. Jetzt gibt es ein Gerücht zur Frontkamera, und zwar soll die neu und toll sein und einen Autofokus haben. Das ist eine Seltenheit bei Frontkameras. Das gerade genannte Mate 9 hat tatsächlich einen Autofokus auf der Frontkamera. Da hat Peter auch gesagt, das bringt tolle Ergebnisse. Insofern wäre das tatsächlich wünschenswert, dass sich das beim S8 bewahrheitet, dieses Gerücht, und auch, dass S8 eine Frontkamera mit Autofokus bekommt, weil das heißt, dass man einfach sehr, sehr scharfe Selfies machen kann. Selfies ja oft mit anderen Smartphones ohne Autofokus so ein bisschen verwackelt oder unscharf oder verwaschen, muss ja immer 17 machen, bis man dann eins hat. Mit Autofokus ginge das eventuell einfacher. Das ist also das jüngste Gerücht zum Samsung Galaxy S8. Ich wünsche euch einen tollen Feierabend, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!